Der bayerische Staat, ein Schnüffler? Bayerns Innenminister Herrmann bestätigt nun, der Trojaner stammt aus dem Freistaat. Das Landeskriminalamt habe herausgefunden, dass die Software einem Ermittlungsverfahren der bayerischen Polizei aus dem Jahr 2009 zugeordnet werden kann. Allerdings sei noch nicht klar, ob es sich dabei um eine Testversion handelt oder doch um die später wirklich eingesetzte Software. Der Trojaner ist eingesetzt worden im Rahmen eines richterlich angeordneten Verfahrens, um einem schweren Verbrechen auf die Spur zu kommen. Die Vorwürfe, die der Chaos Computer Club in dem Zusammenhang erhebt, gegen die Software, Hackerprobleme und dergleichen, ist für unsere Experten des Landeskriminalamts nicht nachvollziehbar. Aber die Rechtsgrundlage für die Maßnahme als solche ist völlig klar, die Strafprozessordnung und eine richterliche Anordnung. Dem Chaos Computer Club war kürzlich eine staatliche Spionagesoftware zugespielt worden, mit der Internettelefonate abgehört, Chats, E-Mails und Notizen dokumentiert werden können, Mikrofon und Webkameras angezapft sowie Tastaturanschläge registriert werden. Mit diesen gelangt man an Passwörter. Funktionen, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, also illegal sind. Wir gehen davon aus, dass mehrere Dutzend dieser Trojaner im Einsatz sind. Aber natürlich ist es auch eine Forderung, die wir haben, dass die Behörden Zahlen nennen und auch in welchen Fällen und welche Trojaner zum Einsatz gekommen sind. Diese Ausspähung geht weit über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht bei Online-Durchsuchungen erlaubt hatte. Die Bundesjustizministerin ist für eine Konkretisierung der bestehenden Gesetze. Und dann muss man, wenn man einen klaren Sachverhalt hat, wirklich in Ruhe prüfen, ob am Ende auch eine gesetzgeberische Regelung steht, die ganz klar und eng umreißt, wann überhaupt nur eine entsprechende Software eingesetzt werden kann. Die Politik ist nun also im Zugzwang. Der Spionage-Thriller wird deshalb nicht nur in Bayern Thema bleiben, sondern auch im Innenausschuss des Bundestags in der kommenden Woche.